Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf einem nordfriesischen Marsch. Vierfach Map ohne Gräben, Version 1.2. Wir haben heute Heiligabend und daher wünsche ich euch frohe Weihnachten, ein frohes Fest. Schön, dass ihr einschaltet. Ja, wie ihr seht, ne, wir sind zwar irgendwie witterungstechnisch mitten im Sommer, aber wir haben eben Heiligabend. Daher haben wir hier einen kleinen Baum aufgestellt und guck mal, die Imperialistenbrause hat uns auch Besuch geschickt. Wie schön ist das nicht toll? Mensch, Schleichwerbung hier im Spiel. Aber wir wollen uns davon nicht abhalten lassen. Was eigentlich bei uns anliegt, ist Fahrzeuge zurückbringen und weitermachen. Wir sind hier schön, da haben wir unseren Konvoi und da laufe ich jetzt einfach mal nach vorne. Es geht schneller, als wenn ich jetzt hier überall mich durchtabbe. Ab zum ersten. Und dann erstmal alles zum Hof fahren. So. Dann gucken wir mal, ob das geht. Ja, die Framerate. Also seit dem 1.5er Update ist echt zum Kotzen. Muss ich ja sagen. Ne? Also es ist doch extrem ruckelig, was ich euch hier anbiete. Das tut mir total leid. Ich kann es aber im Moment nicht ändern. Ah, das Logo ist falsch rum. Alles klar. Schauen wir mal. Irgendwie kommen die mir wieder nicht nach. Das ist wahrscheinlich wieder der Drescher, der ja, so mit den beim Follow Me Mod mit Kurvenfahren haben die Drescher das manchmal nicht so. Jetzt haben wir den mal eben hinter. Eben mal hinterher. Traktoren haben da kein Thema mit, aber alle, die so Hecklenker, Knicklenker sind, die haben manchmal ein Problem beim Follow-Me-Mod mit Kurvenfahrt. Das floppt da manchmal. Die fahren dann doch sehr wild. Sehr, sehr komisch. Ja, nicht reinfahren. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht muss ich mir auch einfach mal ein Update vom Follow Me Mod besorgen. Ich weiß nicht, ob es da ein Update gibt. Aber manchmal sind die schon sehr, sehr strange vom Verhalten her. Oh, es regnet. Wie schön. Na toll. Der Xerion muss aufgefüllt werden. Ja, dann machen wir das gleich. Und der Axion muss auch gleich aufgefüllt werden. Er hat nämlich nur noch 2% Weizen. Ja, ganz toll. Wo ist der Xerion? Da oben. Ja. Oh, ein Weihnachtsbaum. Der Landmaschinenhändler hat auch einen aufgebaut. Wie toll. Boah, das kann ich euch nicht anbieten hier, ey, was hier an Frameraten gerade geht. Weil mein Spiel läuft flüssig, aber die Aufzeichnungssoftware kommt nicht hinterher und zeigt mir aber an, er macht 23 Frames. Nicht schön. Ich weiß nicht, woran das liegt. Muss ja gleich mal schauen. So. Wir sind am Hof angekommen. Ich hoffe, ihr könnt das verzeihen, diese schlechte, echt schlechte Qualität.
Mir geht das selber tierisch auf den Keks. Das nicht. Nicht schöner ist. Keine Ahnung. Oh Mann, ey. Das macht doch keinen Spaß. Wo ist denn jetzt schon wieder mein. Ja, oh Mann, ey. So nicht. Ja, ich weiß, dass die alle aufgefüllt werden müssen. Und vielleicht sollte ich doch sagen, ja. Nee. Man kann ja auch einstellen, dass Helfer praktisch Saat und Dünger immer nachkaufen. Dann läuft meine Uhr mal runter. Aber ich frage mich, warum ich dann eine Dünger- und Saatproduktion habe, wenn ich die dann doch mal kaufe. Muss ich mir da mal so einen Servicewagen kaufen? Gibt es doch so Servicewagen, die dann Dünger und Saat gut auffüllen können, oder? Da muss ich vielleicht mal im Shop gucken, was es da so gibt. Ja, das ruckelt hier schon wieder. Ich werde gleich mal die Tannenbäume verkaufen und ich werde auch den Cola-Truck wieder verkaufen. Weil das hat ja so. So macht es ja keinen Spaß. Stopp. So. Das kann er erstmal so stehen bleiben. Wir fahren den hier erstmal aus dem Weg, dann kann ich nämlich mit dem anderen Drescher daneben fahren. Die Schneidwerke kann ich ja gleich wegbringen. Muss ja erstmal nur hier Platz machen. So. Weil es gar nicht schlecht, dass es regnet, dann werden die Maschinen nämlich auch sauber. Gar nicht so verkehrt. Wisst ihr das eigentlich? Ah, fast. Nein! Nein! Ja, so. Och Mann, oh. Es gibt Sachen, die machen keinen Spaß. Ich weiß, es liegt an mir, liegt nicht am Spiel. Meine Doofheit. Och Mann, ey. Ja, super. Super, duper, ey. Leute, lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich hab da keinen Bock drauf, ey. Ich frage mich auch, wieso der jetzt da noch. Achso, er fährt, er drückt. Ja, das ist natürlich klar. Das ist natürlich klar. Dass er natürlich ja weiterfahren will. Heute ist echt nicht mein Tag. So, aus. So, sauber machen kann ich gleich. Ich gehe jetzt erstmal Weihnachtsbäume verkaufen. Das macht ja keinen Spaß. Die sind schon mal weg, die drei. Vielleicht wird es dadurch ja besser, auch wenn die Weihnachtsstimmung ein bisschen flöten geht. Und ich habe auch noch mehr platziert. Die schmeißen wir auch mal weg. Ja, echt sonst keinen Sinn.
So, wie viel habe ich denn noch? Noch drei, glaube ich. Sieht nix. Und da ist der letzte. Mein Gott, was haben wir für einen Fuhrpark? So, vielleicht ist es ja jetzt etwas besser. Ach so, ich wollte ja gucken. Es gab doch irgendwie so Service. Ein Service-Truck? Nee. Ist das hier? Irgendwo gab es einen. Vielleicht habe ich den auch gar nicht in meinen Mods drin. Weiß ich gar nicht. Ah, nein. Die dann damit drin auch nicht mehr. Düngersteuer. Seemaschine kann es eigentlich auch nicht drin sein. Dann hab ich den auch einfach nicht, hab den nur irgendwie schon tausendmal gesehen oder so. Kann natürlich sein. Tools Pack. Ist auch nicht bei, ne? Nö. Okay, habe ich nicht. Schade, muss ich mit den Fahrzeugen zurückkommen. Das ist ja jetzt sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Aber nicht zu ändern. Vor allem muss ich hier ein paar Mal dann zurückfahren. Da habe ich ja gar keine Lust zu. Ja, warum füllt sie nicht auf?
Ja, da muss ich mir tatsächlich mal so ein Teil kaufen. Demnächst. Ist ja nix. Es nützt ja nichts. Er sieht hier weiter. Das ist sehr schön. Ja, den Xerion hole ich jetzt mal noch nicht zu. Ich mache hier erstmal eben sauber, damit ich hier Platz kriege. Dann gucke ich gleich mal, ob ich dann gleich zwischen den Aufnahmen, ob ich da kurz eine Pause mache und mir noch einen aus dem Servicewagen kaufe. Oder zwei. Ja, die sind ja eigentlich immer recht schnell sauber hier, die Xerion, die Lexions. Das ist ja mal ganz cool. Hat der einen Platten oder was? Muss man sagt mal gucken. Also wenn da wenig Luft drauf ist, ne? Ja, ist auch lustig, dass das schwieriger zu reinigen ist als das Schneidewerk. Unfassbar. Aber so ein bisschen dreckige Reifen lassen sich eben nicht vermeiden. Das ist so. Ja. Was bleibt mir da noch großartig zu sagen? Ich bedanke mich erstmal bei euch, dass ihr zugeguckt habt. Ich will mal zusehen, ob ich das noch irgendwie hinkriege, dass ich ein bisschen bessere Qualität hier kriege. Vielleicht ist das ja jetzt besser, jetzt wo ich den Coca-Cola-Truck verkauft habe und wo auch die Tannenbäume wieder weg sind. Ich finde es zwar schade, ich hätte die Tannenbäume da gerne gelassen, aber man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Kommentar oder ein Like sehr freuen oder ein Abo sogar. Und noch mehr freuen würde ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und in diesem Sinne stehe ich im Mähdrescher drin oder was? Und komme hier nicht mehr raus. Das ist ja auch lustig. Ja, und in diesem Sinne sage ich ciao.